Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu Teil 2 hier meiner Vorstellung von North and South, dem Klassiker aus dem Jahre 89-90. In Teil 1 habe ich schon sehr viel zum Kontext des Spiels gesagt, so ein bisschen zu Infogrames was und zum Drumherum. Und jetzt soll es in diesem Video darum gehen, wie sich dieses Spiel nun tatsächlich gespielt hat. Ja, und deswegen starten wir dann auch hier direkt mal rein in die deutsche Version. Und so sieht es aus, das Hauptmenü von North and South. Und die wichtigste Einstellung ist natürlich, ob man hier gegen die KI oder gegen einen Mitspieler spielen will, einen menschlichen Mitspieler. Und das war, glaube ich, die Hauptattraktivität und das, was man am liebsten gemacht hat. Das kann man hier verändern. Genau. Aber mir steht jetzt hier kein Mitspieler zur Verfügung, deshalb muss die KI herhalten. Und dann kann man hier den Schwierigkeitsgrad verändern. Warum man, wie, also was das soll, dass man auf seiner eigenen Seite den Schwierigkeitsgrad einstellt. Vielleicht kann man es so ein bisschen zum Feintunen machen. Ich werde tatsächlich jetzt hier bei der KI, anders als das sonst meine Art ist, den schwächsten KI-Spieler einstellen, hier auf der Südstaatenseite. Das hat den Grund, dass diese, obwohl, wartet mal, ist es, nehmen wir mal einen mittleren. Nehmen wir mittleren und nehmen wir bei uns auch den mittleren. Ich revidiere gerade hier meinen Plan, denn, ja, mal gucken. Also, der Punkt ist, dass ein wesentlicher Bestandteil dieses Spiels sind solche Action-Szenen, wenn man sie dann haben will. Das ist hier sozusagen so ein Arcade-Modus oder es gibt auch so einen Strategie-Modus. Und da ist dann alles, sind die Schlachtergebnisse gewissermaßen werden ausgewürfelt, ein bisschen abhängig vom Schwierigkeitsgrad und natürlich den Stärkeverhältnissen. Aber das, was man damals immer gemacht hat, zumindest war das meine Erinnerung, war dieser Action- und Arcade-Modus. Und das machte gerade gegen einen anderen Spieler viel Spaß. Und wenn man North and South einfach hier mal vorstellt, dann kann man das einfach nicht weglassen. Aber damals, ich glaube, mit dem Joystick war das noch einigermaßen anständig zu handhaben. Jetzt steht mir hier nur die Tastatur zur Verfügung und das ist unfassbar schwammig und schwierig zu steuern. Also ich werde jetzt so einen auf den Deckel bekommen. Falls es schnell geht, werden wir vielleicht nochmal im Strategiemodus starten, dass ich euch nochmal ein bisschen den Spielverlauf zeigen kann. Egal. Wir stellen aber noch andere ganz lustige Spieleinstellungen ein, nämlich die Indianer. Ja, und die Mexikaner, die sind da auch noch mit drin. Was die bedeuten, erkläre ich euch dann gleich. Dann haben wir hier noch das hier. Ein Unwetter, was sich immer über der Karte bewegt. Und ich glaube, in North Carolina, wer diese Provinz besitzt, der bekommt Verstärkungen vom Kontinent. Ja, da soll so ein bisschen die Diplomatie mit Europa, mit der alten Welt simuliert werden. Ansonsten kann man hier noch das Startjahr einstellen, finde ich auch ganz interessant. Je weiter die Zeit schon vorangeschritten ist, umso schwächer werden die Südstaaten. Und hier gibt es die Tastatureinstellung. Ja, ich glaube, das ist so korrekt. Also zumindest ich habe es so eingestellt. Lasst euch nicht verwirren, was da ist. ZSQD ist eigentlich WASD. Ja, das habe ich jetzt schon mal so vorbereitet. Feuern ist Return und dann versuchen wir jetzt unser Glück mal und starten das Spiel. So, im April 1861 eröffnet der Süden die Feindseligkeiten, indem er Fort Sumter einnimmt. Die Armeen formieren sich nach und nach, die Siegeschancen sind ausgeglichen, alles ist möglich. So ist es. Ich weiß gar nicht, hatte ich es erwähnt in der Einleitung, gerade einen kleinen Blackout. Also ich spiele das natürlich jetzt hier nicht auf dem C64, sondern auch mit der DOS-Version und zwar in der DOS-Box. Da gibt es im Internet unendlich viele gute Anleitungen, wie man die DOS-Box verwenden kann. Wichtig ist, man muss sozusagen die Performance, das kann man in der DOS-Box einstellen, mit Steuerung F11 und F12, kann man die Performance drosseln, weil ansonsten das Spiel viel zu schnell laufen würde. Und ich habe sie jetzt auf 580 Zyklen eingestellt etwa. Damit kommt man, glaube ich, habe ich zumindest das Gefühl, dem Original ein bisschen nahe. So, jetzt aber zum Spielerlebnis selbst oder zum Spielmechanik selbst. Wie funktioniert das? Ihr seht es hier, die Karte der Vereinigten Staaten. Wir haben hier verschiedene Bundesstaaten eingezeichnet, die man besetzen kann. Wir sehen, jede Seite besitzt im Moment 3 Staaten plus 2, wo die Armeen sich hier gerade schon befinden. Also jeweils 5.
Zwei Armeen hat jede Seite. Jede Armee besteht aus 6 Infanterie, 3 Kavallerie und einer Kanone, die man dann tatsächlich auch zum Einsatz bringen kann. Was gibt es hier noch auf der Karte? Wir haben diese Unwetterwolke in dem Staat, in dem die sich befindet. Wenn dort eine Armee sich ist, kann die sich in dieser Runde nicht bewegen. Das ist wichtig. Dann haben wir hier diese roten Punkte. Das sind wichtige große Städte, die durch Forts verteidigt werden. Und jetzt kommt ein entscheidendes Element. Wenn man eine durchgehende Verbindung hat zwischen zwei Städten hier, also zwischen den zwei roten Punkten, dann hat man eine durchgehende Zugverbindung und dann fährt der Zug zwischen den Städten hin und her und man bekommt Einkommen, aber nur dann. Und das Einkommen wiederum staffelt sich nach der Anzahl der Provinzen, die man besitzt. Mit 5 Goldsäcken, die man hat im Tresor, wird automatisch eine neue Armee finanziert, die dann auf die Karte kommt. Gut, diesen Zug, den kann man auch überfallen. Das weiß ich nicht, ob wir dazu kommen. Das ist noch so eine besondere Sache. Es gibt drei Action-Modi, sage ich jetzt mal. Eine reine Schlacht zwischen zwei Armeen, die Eroberung eines Forts und eben der Zugüberfall. Wobei Eroberung eines Forts und Zugüberfall sich so ein bisschen ähneln. Das ist so eine Jump-Run-Einlage. So, und dann am Schluss haben wir hier noch die Indianer und die Mexikaner. Und die gehen zufällig, können die Aktion unternehmen und gehen dann hier, also der Indianer geht dann hier irgendwie in den Canyon in sein Dorf und wirft sein Tomahawk und greift also eine Armee an. Und das ist ziemlich tödlich, so ein Angriff. Und genauso auch mit den Mexikanern hier. Aber ich glaube, hier betrifft das dann nur Texas, das attackiert wird. Mal gucken, ob wir das sehen. So, wir starten mal unseren Zug, indem wir hier die Armeen aktivieren. Diese Armee, die werden wir jetzt natürlich in Richtung dieser Stadt schicken. Das ist ja jetzt entscheidend für uns. So, die bewegt sich hierhin. Und diese Armee, die will ich jetzt in Richtung South Carolina schicken. Jetzt muss ich erstmal die Aktivierung hinkriegen. Irgendwie scheint die Wolke davor zu sein. Hallo? Jetzt. Die bringe ich jetzt in das Gebiet, wo die Wolke gerade ist. Aber die Wolke wird sich bewegen. Genau, jetzt bewegt sie sich gen Norden. Jetzt ist die andere Seite dran. Okay. Dann sind wir jetzt wieder dran. Ihr seht, der Rundenwechsel erfolgt automatisch, wenn alle Armeen gezogen sind. Ich glaube, auf der Karte werde ich mal die Performance ein bisschen erhöhen. Dann geht das ein bisschen einfacher. Nachher, wenn es an den Kampf geht, schraube ich das wieder ein bisschen runter. So, wir wollen diese Stadt hier erobern. Deswegen ziehen wir in die Richtung. Und außerdem wollen wir nach North Carolina. Deswegen ziehen wir hier in Richtung Süden, aber vermutlich werden die Südstaaten jetzt dort hineinziehen. Ja, genau, das ist ihnen gelungen. Und jetzt kommt der erste Zug. Und der erste Zug bringt Geld für die Südstaaten in den Tresor. 2 Goldsäcke mit 5 können sie sich, wie gesagt, eine neue Armee leisten. So, und jetzt haben wir schon den ersten heiklen Punkt erreicht, denn eigentlich müssten wir jetzt mit unserer Armee hier South Carolina angreifen. Die Armeen sind absolut gleich stark, da kommt es jetzt also wirklich auf das Geschick und natürlich auch die Qualität der KI an. Und ich habe sie auf Mittel gestellt und das ist schon sehr, sehr hart. Aber ich werde jetzt es trotzdem versuchen. Wie gesagt, wenn ich hier gleich scheitere mit diesem ganzen Durchlauf, dann starte ich noch einen im Strategiemodus, um euch so ein bisschen den rein strategischen Spielverlauf einmal zu zeigen. So, jetzt geht's also auf in die Schlacht. So, und los geht's. Konzentration. Wir beginnen mit unserer Kanone. Ah, ja, okay, das ist relativ langsam eingestellt. Das hilft mir jetzt ein bisschen. Ach, ich mach's mal ein bisschen schneller, ne? So, unsere Kanone bewegen wir hier hin und wir werden direkt mal feuern. Ah, das war natürlich völlig daneben. Nochmal daneben. Oh Leute, ich treffe nicht. Ich sehe, ich muss sozusagen die Entfernung ein bisschen timen. Jawohl! So, jetzt wechseln wir auf die Kavallerie und werden versuchen, hier unten die Kanone jetzt anzugreifen. Die Kavallerie wird daneben. Oh nein, sie erwischen noch unsere. Oh, wir konnten die Kavallerie. Oh Leute, das ist richtig gut gelaufen. Außer dass unsere Kanone möglicherweise jetzt beschädigt wird. So, jetzt muss ich wieder auf die Kavallerie wechseln. Jetzt wird natürlich der Gegner mit seiner Kanone schießen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen.
dass wir den Angriff auf die Kanone ganz gut timen. Im richtigen Moment müssen wir jetzt runterkommen. Jawohl, die Kanone ist erledigt und der G Gegner flieht. Huh, gut. Das ist ganz gut gelaufen. Alles klar. So, wir bekommen jetzt ebenfalls Einkommen. Sehr schön, zwei Goldsäcke auch für uns. Und jetzt werden wir direkt nochmal angegriffen. Okay, aber er hat eigentlich nicht mehr viel zu bieten dort, ne? So, wir haben wieder die Kanone am Start. Das ist nur noch die eine Kavallerie. Aber er flieht. Das ist ja ein lächerlicher Angriff gewesen. Das war ein kleiner Irrtum der KI, würde ich mal sagen. So. Aber dafür kriegen die Südstaaten noch Einkommen. Und das kann man auf zweierlei Art und Weise verhindern. Entweder indem man ihnen gewissermaßen diese fertige Eisenbahnlinie wegnimmt. Oder indem man diesen Zug überfällt. Und dazu muss man eine Armee dann auf der Strecke haben. Okay, wir werden uns jetzt hier, denke ich, weiter nach Süden bewegen. Unsere Armee ist ziemlich intakt. Ach so, wir könnten, ja, das ist ja nur noch eine Einheit. Wir könnten versuchen, das Fort jetzt anzugreifen. Das sollten wir machen. Wir werden diese eine Armee besiegen. Und dann seht ihr auch mal einen Vorangriff. Hallo? Warte mal, ich muss die Aktivierung nochmal wiederholen. Jetzt geht's los. Ich denke, ich wechsle mal direkt auf unsere Infanterie. Damit können wir gegen die Kavallerie am besten agieren. Aber er flieht schon wieder. Klar, würde ich auch machen an seiner Stelle. So, und jetzt kommt der Vorangriff und das ist jetzt nicht ganz so einfach, was jetzt kommt. Nämlich, ja, jetzt muss man hier in so einen Jump. Ah, ne, warum gehe ich nach oben? Egal, jetzt muss man gegen die Zeit hier. Ah, da sind wir ganz gut ausgewichen. Ah, verdammt. Da sind wir dagegen gelaufen. Da hätte ich hochspringen müssen. Unsere Messer sind gleich alle. Wir können nur noch boxen. Aber egal, wir kommen ganz gut voran. Ja, sehr gut. Okay, da hat er uns erwischt. Verdammt. Oh Mann! So, jetzt. Der Gegner. Ah. Ich wollte rüberspringen. Was mir nicht gelungen ist, der Hund erwischt mich auch noch. Oh Leute, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Ja, besonders nicht, wenn ich in explosive Boxen reinlaufe. So, die Zeit läuft und nicht geschafft. Wow, das ist ziemlich fett. Ziemlich schwierig im mittleren Schwierigkeitsgrad. Und damit ist der Angriff leider auf das Fort abgeschlagen. Das ist ja ärgerlich. Naja, gut. Wir haben hier oben noch unsere Armee. Die können wir, glaube ich, jetzt weiter in den Süden bringen. Haben wir diese Stadt auch für uns gesichert? Und wir kriegen unser Einkommen. Ja, und das sind schon fünf, die wir bekommen. Sehr schön. Das heißt, wir können hier auf diese Positionen eine Armee setzen. Und ich werde sie mal hierhin bringen. Das scheint mir relativ flexibel zu sein. Man kann auch Armeen zusammenführen. Sie können, glaube ich, maximal 18, 9 und 3 jeweilig die Truppentypen erhalten. Und jetzt wird es richtig gut. Jetzt kriegen wir nämlich hier Verstärkung. Sehr schön. Und die wird jetzt nämlich schon zusammengefasst. Und der Gegner wird jetzt auch Verstärkung bekommen, weil er jetzt, glaube ich, vermutlich genug Geld zusammen hat. So, wenn ich jetzt sehe, dass das Stürmen der Forts so schwierig ist, müssen wir wohl unser Heil darin suchen, sämtliche gegnerischen Armeen zu vernichten. Deshalb werden wir unsere Strategie entsprechend anpassen. Also wenn ich eben die Spielmechanik richtig verstanden habe, dann ist es so, dass wenn ich jetzt hier reinziehe, diese Armee zu Hilfe kommt. Ich gucke mal, ob das stimmt. Nein, es stimmt nicht. Na, großartig. Gut, dann müssen wir hier einen Kampf irgendwie bestehen. Und wichtig ist, dass wir mit der Artillerie jetzt möglichst
Oh, das ist eine schwierige Situation. Wir müssen vor allem die gegnerische Infanterie schnell ausschalten. Das war zu lame. Ah. Okay. Ja, schnell auf die. Okay, er geht auf die Kavallerie. Das kann ich natürlich auch machen. Das Problem ist die Kavallerie. Oh, oh, die Kavallerie geht in den Fluss. Verdammt! Die ertrinkt dort. Wir können sie noch auf die Brücke bringen. So, ich treffe mit meinen Leuten nicht. Gut, so, jetzt zurück zur Kavallerie. Die muss ich anders formieren. Wie kann ich das machen? So, jo, jetzt erledigt. Ja. Wir haben gewonnen, Leute. Heieiei. Holla die Waldfee. Okay, sehr, sehr, sehr schön. Gucken wir, wie viel ist hier noch übrig? 2, 3, 0. Das heißt, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, könnten wir die beiden Armeen vereinigen. Wir können aber auch neues Gebiet erobern. Warte mal, das machen wir lieber mal. Vielleicht mit dieser Armee. Ah, wir kriegen ja die Voreroberung nicht hin. Dann gehe ich, glaube ich, so hin. Ja. Und ihr vereinigt euch mit der. Dann haben wir hier eine richtig schöne, schlagkräftige zweite Armee. So, das ist jetzt unser Zug. Der bringt uns 3 Goldsäcke. Das nächste Mal kriegen wir also eine neue Armee. Und der hat natürlich jetzt, er greift uns an, aber mit unserer großen Armee und hat dann North Carolina besetzt. So, jetzt heißt es wieder mit der Armee obsiegen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Oh, jetzt haben wir 2 Kanonen. Herrlich. So, kommt, bringt sie runter, die Kanonen. Die müssen dorthin, wo die Infanterie ist, die will ich zuerst erledigen. Und da müssen wir natürlich noch treffen. Ah, das war nicht so gut. Oh Gott, unsere Kavallerie ist erledigt. Ah, das ist ja dramatisch, Leute, dramatisch. Das war viel zu kurz. Das war ein Volltreffer. Gut, das ist erfreulich. Das heißt, wir können versuchen hier in einem Fernduell. Oder wir schalten mal um auf unsere Kavallerie. Vielleicht kriegt sie das ja hin. Oh, er schießt. Ja, er versucht uns jetzt hier zu treffen. Aber wir können geschickt ausweichen. Aber verdammt, das ist natürlich noch die. Oh nein! Okay, das ist natürlich blöd. Jetzt kommen wir mit unserer Infanterie. Und wir treffen nicht, wir treffen nicht. Ich kann es nicht fassen. Und unsere gesamte. K Oh Gott, was passiert hier, Leute? Wir sind total am Ablosen. Hat er sich jetzt zurückgezogen? Kommt noch was? Es kommt noch was. Okay, das heißt, jetzt muss die Artillerie treffen. Sonst sind wir aufgeschmissen. Wir haben übrigens nur. Er wartet da echt auf uns. Wir haben eine gewisse Zahl von Schüssen nur, die dann irgendwann auch zu Ende sind. Ah, gerade so. Ja, sehr gut. Dann schalten wir jetzt auf Infanterie um und werden ihn jetzt hier in Empfang nehmen. Ja, erwischt. Puh, die Armee ist erledigt unter hohen Verlusten. Hervorragend. Jetzt hoffe ich bloß nicht, dass er dort die Kontinentalverstärkung bekommt. Ich glaube, das müsste erst noch einen Monat später sein. Ja, Gott sei Dank. Das heißt, wir müssen ihn jetzt hier vertreiben. Das ist ja nur diese eine Kavallerie. Das ist gut. Und wenn wir diese Armee besiegt haben, dann haben wir den Krieg auch schon gewonnen. Allerdings kann er sich zurückziehen. Und das ist das Nervige daran ein bisschen. Er wird jetzt wohl kaum diesen Kampf annehmen. Wir versuchen trotzdem noch zu feuern. Oh nein, er nimmt den Kampf an. Okay. Ja, dann bin ich bereit. Der eine hängt da am Baum fest.
Ja, sehr schön. Die Ami ist auch erledigt. Okay. Damit dürfte der Sieg unser sein. Großartig. Gratuliere, Sergeant. Diese verfluchten Südstaatler haben letzten Endes nach 6 Monaten die Waffen gestreckt. Viva Grant, viva Lincoln, God bless America. Ja, liebe Leute, das ging ja einfacher als gedacht. Gegen einen menschlichen Spieler war das natürlich ein großer Spaß, besonders diese Action-Momente. Eine ganz hübsche Mischung. Und ja, an so einer Partie hat man ja nicht länger als eine halbe Stunde oder so eine Stunde gespielt. Eine super Spielzeit für so ein Spiel zwischendurch. Das hat den C64 sowieso, finde ich, ausgezeichnet. Spiele, die dort erschienen sind. Sie waren irgendwie knackig. Knackig, aufs Wesentliche konzentriert. Auch wenn das Spiel sicher heute, wie soll ich sagen, nicht so toll gealtert ist, zeigt es vielleicht, glaube ich, die Stärke dieses Systems damals. Und es war unglaublich populär, habe ich zumindest den Eindruck. Ich kenne ganz viele Leute, die das damals gespielt haben. Und insofern für mich ein Meilenstein in der Geschichte der History Games und der Grund, warum ich das hier einmal vorgestellt habe, damit es nicht in Vergessenheit gerät. So, und damit beenden wir das Ganze. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe von The History of History Games. Mal schauen, was ich da herauskramen werde. Bis dahin, macht's gut, euer Steinball.